Also selber.
Steini. Hast du den Grasstriegler schon mal ausprobiert? Ja, weil ich da jetzt momentan auch gar nicht weiß, ich habe jetzt den heute auch das erste Mal. Ich hab den jetzt heute das erste Mal im Betrieb, aber ich blicke da jetzt nicht so durch, welche Reifestufe da das Gras haben muss. Also, wenn er von sich aus arbeitet, keine Ahnung. So habe ich mir gedacht, du hättest da vielleicht schon Erfahrungen gesammelt. Also düngen tut er. Sieht man ganz deutlich. Düngen tut er. Bloß kann ich keinen Helfer einstellen, muss ich selber drüber ziehen. Und wie gesagt, jetzt haben wir gedacht, du hättest da schon Erfahrungen. Der sät automatisch normal, ja. Wenn er irgendwo nachsehen muss, sät er automatisch nach.
Aber bis jetzt hat er bei mir noch nichts. Einen Liter hat er bis jetzt bei mir verbraucht. Und ich weiß aber nicht, wo, wie, was. Schauen wir doch mal, ob sich das jetzt nochmal ändert oder nicht. Also düngen tut die Sämaschine ja nicht von mir. Also von daher müsste es eigentlich mit dem Teil da funktionieren. Also laut Info von dem, tut er lediglich das Unkraut raus. Du kannst ihn nur während der ersten Wachstumsphase verwenden. Das ist mal. Halt, das wollte. Also da hat er bis jetzt noch nichts gebraucht, wo das Gras schon angewachsen ist. Aber da ist gescheiter der andere Striegler und ich habe beim Kauf, wie er im Angebot war, nicht drauf geachtet, der Striegler ist oder der Ölrettich. Und habe den einfach im Angebot gekauft. Bin erst später drauf gekommen, dass das der falsche ist. Ich bin eigentlich gar nicht wollte. Aber ist nicht so schlimm. Dann probieren wir jetzt einmal aus und dann verkauft man wieder. Was soll's? Braucht er dann nicht. Du kannst den ja auch nicht umstellen auf Ölrettich oder so. Ah, das ist beim Striegler steht das immer dabei, ist aber nicht der Fall. Das kannst du in allen drei wachsen. Du kannst sogar, wenn schon erntereif ist, kannst du nochmal striegeln. Das haben sie bis jetzt noch nicht behoben. Zumindest auf der Konsole.